Moin, ich bin der Matthias Gasser, ein Schnalz voll am Griff. Spaß mit meinem Beruf. Ich möchte, dass ich viele Leute kennenlernen, viel Kontakt mit anderen Leuten haben, auch mit der Equipe. Der Matthias empfängt Klient für die Mittagessen. Ein Häufchen, dass er abtreten gehört zum Beruf vom Server dazu. Genauso wie das korrekte Servieren von dem Plan. Alors, qu'est-ce qu'on attend pour un serveur? Also, was erwarten Sie von einem Server? Frieden um Klient und der Denkleistung, sowie auch Kenntnis über die verschiedenen Produkte und über den Wein. Schlussendlich ist es ein guter Berufsschwur. Enfin, c'est un bon choix. Wir sind mal an der Bar, wo man so als Klient mittags an den Ofen empfangen kann. Das wird bis ein Mal so was. Und ich hoffe, es ist ein Leben, mir richtig gut. Wenn der Klient rausgeht, dann ist es glücklich, dass ich mich aufrufe. Das ist das, das Wichtigste ist. So, ich bin fertig, ich gehe da hin. Moin, mein Name ist Laurence, ich bin Service und das mit Leuten schon in der dritten Generation. Luchte nun für einen neuen Tag im Restaurant. Laurence bereitet seinen Klienten beim Schwarf von dem Plan, hält Bestellungen ab und geht zu einer Küche weiter. Jeden Zeit, wieso geht es wichtig, mit der Küche aufzuschwatzen, was man servieren? Was möchte eigentlich ein gutes Service aus? Aber was muss ich für den Beruf mitbringen? Am Beruf soll ich hauptsächlich mitbringen, dass ich ein paar Weihkenntnisse hat. Es soll ich Menschenkenntnisse haben und es soll ich hauptsächlich ein Kenntnis haben von dem, was den Leuten serviert und was den Leuten anbietet. Der Beruf vom Server ist sicherlich kein einfacher, da muss man sich von vielen bewusst sein. Weil die Arbeitszeiten sind nicht immer komplett geregelt. Zu meinen Aufgaben gehört es dann natürlich auch, die Rechnung zu machen und dann anzukassieren. Ich hoffe, dass es euch gefallen und ich kann euch einen guten Einblick an meinen Beruf geben. Für mich ist es ein Feierabend. Moin, ich heiße Irina. Ich bin Service an der Restauration. Ich habe mir diesen Beruf rausgesucht, weil ich gerne im Kontakt mit den Klienten bin. Der Arbeitsrhythmus gefällt mir. Es wird viel gewibbelt. Ich präpariere gerade meine Mise en place von den Alkoholiker. Ich stelle Flaschen auf die Regale. Für die Stoppapperitive, dann den starken Alkohol und zum Schluss Digestive. Und dann rahme ich nach dem Whisky an. Das meine ich alle Moin. Dans l'hôtellerie, on demande de la résistance. An der Hôtellerie muss ich stressresistent, körperlich fit sein und mitdenken können. Wir schaffen Oves, Mittes, Sonntes, Feiertags und immer dann, wenn einer Leute feiern. Dimanche, les jours fériés, les soirs de fête. Je parle quatre langues. Ich schwätze vier Sprachen. Mein Mammensprache ist Russisch und ich schwätze auch noch Französisch, Italienisch und Englisch. Wenn ich in einem Hotel schafft, ist es ganz wichtig, viele Sprachen zu beherrschen, weil wir viele Touristen empfangen. Die Grundgespräche, die mir im Personal stellen, sind, dass sie live motiviert und polyvalent sind an Equipegeist weisen. Ehe die Irina an den Feuerofen geht, wird noch eine besondere Aufgabe ob hat, der Room Service. Room Service, bonjour. Nee, heute darf ich nicht dran. Heute geht es privat. Adi.